Hey Leute, hier ist der Alma mit, ich sehe nicht sehr vertrauenswürdig aus, mit Mr. Prepper. Willkommen zurück. Ich weiß wieder, wo ich Bete kriege, und zwar von der Fallenstellerin. Die habe ich toll vergessen. Ich weiß nicht, ob sie in die Kommentare geschrieben hattet. Aber ich weiß, die Zeitung wird zu Altpapier. Ich habe es verstanden. Nehmen, mal gucken, was passiert. Der Postmann. Okay, ja, nichts Neues. Oh, scheiße, der Typ kommt heute. Oh, das ist nicht so gut. Ach Mann, ich wollte doch in den Wald gehen. Das gibt's doch nicht. Mann, ey, Mann. Es wird noch einen Tag zu Altpapier. Dann kannst du bla bla bla. Wir haben noch... das ist ja ein Bait. Warte mal, ich dachte, wir haben keinen mehr. Hey, den habe ich doch in den Wald getan. Ich habe doch abgespeichert. Nicht? Das ist fertig. Die sind auch fertig. Doch nicht. Die aber. Das ist aber gleich wahrscheinlich. Die haben Wasser. Die brauchen nicht nur... Ah, die haben gar kein Wasser mehr. Habe ich unten noch Wasser? Ah. Zu schwer. Na toll. Fängt ja gut an. Ne, warte mal. Doch, warte mal kurz. Müssen wir wenigstens Wasser reintun. Jetzt müssen wir auf diese blöde Pfeife warten. Und dann suchen wir mal die Jägerin. Dann haben wir auch Bait und können Fallen bauen und so. Und dann müssen wir da, können wir mal ein bisschen hier, arbeiten noch. Zerlegen. Ah, Essen haben wir noch genug. Jetzt werden wir schon nicht verhungern. Aber... Na, wir werden sehen. Okay. Bisschen Holz. Die müssen wir noch zu der Frau bringen. Ich reiß da aber jetzt nicht hin. Wenn der Typ kommt, ich bin nicht da, gibt's schon voll Ärger. Und das ist jetzt auch fertig. Guck. So, ja. Ich muss langsamer machen. Wie gesagt, es ist noch... Kann noch 1 bis 2 Wochen dauern, bis das Hauptspiel kommt. Und also müsst ihr, wenn ihr aktuell guckt, ja, wenn ihr aktuelle Gucker seid, wenn nicht, dann betrifft euch das ja nicht, dann sind wahrscheinlich alle Folgen da. Dann, werdet ihr zu lange keine Folgen, also, ne, entweder ich staffel sie mit großen... Pausen dazwischen, damit es immer ein bisschen was zu gucken gibt. Oder halt alles auf einmal, bis wir alles haben und dann warten. Das ist aber blöd. Das ist doch doof, oder nicht? Ah, guck mal hier. Okay. Wir haben 10 Metall. Den Aufzug hat nicht repariert, richtig? Oh Mann. Oh Mann. Treibstoff. Ich glaube, wir müssen das nächste Level bauen, bevor wir Treibstoff machen können. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen, um Treibstoff zu machen. That is a big question. Yes, yes. Ja, um zu handeln, können wir die Relationen, die Relations, die Altpapier, guck hier, bam, bam, können wir die verbessern. Ich weiß aber gar nicht, da vertraue ich Level 3, Level 1. Aber warum Level 1? Wir haben doch schon alles Mögliche mal verkauft. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Aber hier sind wir schon Level 3, ja, ja, weil wir hier viel gekauft haben, ne? Warte mal, ich hab doch so eine Kiste auch, oder? Eine normale Holzkiste. Ich könnte auch... Ja, ich muss ja ihr das Zeug bringen. Ich muss es aber nicht verkaufen, oder? Bring Jenny 8 Guarana aus dem Wald Level 3. Ach, kann ich da schnell hinreisen? Was soll passieren? Aber der kommt immer so mittags, oder? Darf ich die Lampe anhaben? Oder ist der dann sauer? Das steht doch hier. Alles grün, okay. Wir dürfen sie anhaben. Da ist er. Okay, stopp. Nein! Warum ist die Tür aufgegangen? Prozent, was heißt das? Was heißt das? Untersuchungsergebnis. Fehlende wichtige Gegenstände. Verhaftet. Fair trial. Was soll das denn jetzt? You were not prepared. Ja. Ja. Ah. Anus. Echt. Okay, 12 Uhr. Ja, ich wollte doch gar nicht, dass die Tür aufgeht. Also, Miu und mich selbst, wir schlafen nicht mehr auf dem Sofa. Ja, geht gar nicht. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Das war der letzte Spielstand.
Ah, das kann nicht sein. Das ist doch blödsinnig. Das kann nicht der letzte Spielstand sein. Das ist das mit dem Mais, einen Tag vorher. That's not possible. Possible. Komm schon, gib mir den richtigen. Aber wir sind richtig gespawnt. Auch wieder mit dem Messer. Wahrscheinlich einen Tag vorher. Blöd. Und wir haben wahrscheinlich nicht mehr Gorana und so. Nee. Ach, scheiße, das gibt's doch nicht. Hat er doch Dreck gespeichert. Der blöde Sack. Ich fass es nicht. Oh, was brauchen wir noch für den Hebel? Ein Hebel und 15 Metall. Habe ich eigentlich den Bohrer angemacht? Ja, ich glaube schon, ne? Bauen wir mal kurz Wasser. Haben wir jetzt schon Wasser drin? Ja, ist blöd. Tut mir leid. So sieht's aus. Ich wollte es euch mal zeigen. Der Dummschwätzer. Machen wir gerade mal die Sachen kaputt. Und dann gehen wir mal in den Wald. Und in die Mine. Und. Versuchen nochmal das Gold zu verkaufen. Hä? Ah, das ist schon drin. Okay. Oh Mann, das gibt's doch nicht, ey. So was Blödes. Ja, ja. Düng, düng. Okay, dann gehen wir nochmal kurz in die Mine, ja? Treibstoff. Ich weiß nicht, ob es an ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe da keine Kiste, ne? Ich nehme erstmal nur... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm, wir gehen einfach mal hin. Wir werden es sehen. Ich weiß, dass ich auch nicht direkt das Level auswählen kann. Davon ist es praktisch. Mein Intranze. Schade. Oh, Mann, ärgerlich. Ärgerlich. Okay, es läuft. Okay, das war an. Immerhin. Können wir es direkt nochmal auffüllen. Okay, das war's wohl schon. 11. Okay, das ist geklärt. Was war da noch? Irgendwas Grünes. Opal oder was? Entschuldigung. Smaragd. Schmaragd. Entranze. Oh, Schmaragd. Ich glaube, in Level 2 gab's auch was. Wir sind ja am Entrance. Und das ist nicht Level 1. Level 1 ist ja da drunter. Wir müssen nochmal gucken. Da gibt's bestimmt auch noch was, was wir abbauen können. Wir werden sehen. Okay. So. Schnell zurück. Benutzen. Mr. Prepper. Oh, ja. Gut, dann. Holz. Holzer. Buhwehre. Das war. Ja, und dann noch den blöden Maiskolben, bevor der kaputt geht. Das Gold verkaufen. Okay. Die Musik ist immer so leise. Komm, holen wir uns das einfach. Wir sind Rebellen. Okay, warte mal. Das muss hier runter. Nein, nicht das, sondern das hier. Z wäre gut. Okay, dann... Ah, Gott sei Dank. Okay, jetzt müssen wir die Samen mal in die Kiste packen. Das sind die Zeitungen. Dann können wir das jetzt direkt nochmal machen, damit die zu Altpapier werden. Ja, ich weiß. Soll alles zu Altpapier werden, meine Güte. Oh, scheiße, wollte ich gar nicht. Dann direkt mal nach unten bringen. Zack. Zack. Nehmen wir die Karotten, ne? Säen wir die mal. Säen. Oder sehen. Alles das Gleiche. Nicht. Drehschnitt. Unser Eimer könnte voll gemacht werden. Sehr gut. Ich will eine Rakete bauen. Ich will endlich eine Rakete bauen. Ich glaube, wir bauen eine Atombombe. Ich meine, er sitzt auf dem Stuhl und das ist eine explodierte Stadt.
Entweder soll das implizieren, ja, dass die Apokalypse, bevor die losgeht, aber ich meine, vielleicht springen wir, ich meine, aber wo kriegen wir Plutonium her? Ich meine, vielleicht bekommen wir das ja. Okay, dann soll ich das mal auffüllen. Ich glaube, da unten kriege ich nicht noch mehr. Mache ich denn jetzt so lange? Ich könnte mal, pass auf, wir suchen jetzt mal die Fallenstellerin. Die habe ich nämlich total vergessen. Ich war doch an diesem blöden Schild und ich habe drauf gedrückt. Da, Trap Area, guck. Lebensraum? Ne, warte mal, man muss die irgendwo finden. Vielleicht ist sie ja auch erst im dritten Abschnitt. Lebensraum. Benutzen. Man findet ein Schild. Das macht mich ein bisschen stutzig. Das ist ja in der nächsten Area, das kann ja auch sein. Aber ich muss jetzt sowieso ein bisschen Zeit verschwenden hier. Verschwinden. Zeit verschwinden. Können wir ein bisschen Blaubeer mitnehmen für ein paar schmutzige Schmutzis. Ja, ja, ich weiß. Dann, oh, wir sind gleich down. Gibt's doch nicht. Wollen wir nochmal die Oma gesehen? War das hier? Oder? 1 von 3. Okay, dann haben wir das. Also hier ist kein Schild mehr. Nur, dass ich das jetzt nochmal über. Aber Trap Area. Das finden wir in sonst keiner Ebene. Oder vielleicht nur. Ah. Sind wir nach Hause. Jetzt müssen wir erst noch mal ein bisschen schlafen. Heute ist ja nicht der Tag der Tage, ne? Das wäre ja schon hier gewesen. Ach, ist jetzt auch egal. Können wir auch am nächsten Tag machen. Ist eigentlich nicht so wichtig. Können wir gerade mal das Wasser von draußen holen. So muss das sein. So, dann holen wir schon mal das raus. So. Okay, wir brauchen 15. Ist mir egal, Hauptsache. Und der Hebel. Kurz das mal in den Kühlschrank packen. Okay. Sollen wir die Federn auch hier reintun? Ach komm, was soll's. Obwohl. Okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Und dann machen wir den Aufzug fit. Und dann gucken wir uns den blöden Wald an. Nochmal in Ruhe. Ach, scheiße. Jetzt ist das heute. Beim letzten Mal waren wir schneller. Der blöde Sack. Aber er kommt so gegen 12, also ist das doch auch egal. Hühnerbein. Komm, wir nehmen mal alles mit und gucken, was wir kochen können. Ist egal, ob wir Wasserverbrauch haben. Ist zu schwer. Oh, Entschuldigung. Machen wir 3 Smoothies. Smoothies. Smoothie. Warum heißt eigentlich Smoothies? Warum nennt man die nicht einfach irgendwie zerquetschter Traubensaft oder so? Oder Traubenbrei? Aber nein. Oh, guck mal, es geht gut. Ich weiß nicht warum, es erinnert mich immer ein bisschen an das Ibiza-Debakel. Es ist so ein bisschen klugscheißermäßig. Kennt ihr das? Es gibt Leute, die sagen Ibiza, obwohl die Insel mich halt nicht interessiert. Und es gibt die Leute, die sagen, nein, das heißt Ibiza. Ibiza. Ja? Ibiza. Weil, so nennen das, so heißt das halt, ne, die Insel halt. Wenn die Einheimischen das sagen, oder Spanier, Ibiza. Ja? Das Ding ist, wir gehen ja auch nicht, die Franzosen kommen ja auch nicht nach Deutschland und sagen, ah, oh, oui, no, no, Deutschland? Deutschland? Die sagen Alemannia. Richtig? Ich glaube schon, ne? Hier ist dann eine, ich meine, wir sagen Ibiza. Ibiza. Nicht Ibiza. Ja? Meine Güte. So einfach ist das.
Es heißt Ibiza in Deutsch oder Ibiza in Spanisch oder was auch immer. Ah, so jetzt. Kleine Abreagierung. Also für alle die, ne? Leute. Hört auf rum zu klugscheißen. Ah, besser. So, Gold. Komm, wir gucken, ob wir es mal hier abgeben können. Ah, hoffentlich kommt dieser Typ gleich nicht. Es ist mir irgendwie... ich lag im Bett und es hat mich irgendwie beschäftigt. Ich weiß nicht, ne? Scheint jetzt sehr wichtig gewesen sein für mich, das irgendwie jetzt loszuwerden. 40 grüne Gläser und kann für einen guten Preis. Okay. Lol, guck mal, 40, wir sind reich! Ja. Handbuch für Handwerker. Ah. Lerne schneller zu bauen. Die Jacke von Atlas. Lerne, wie du mehr tragen kannst. Hortus Conclusus. Hortus Conclusus. Lerne, wie du deine Pflanzen schneller anbauen kannst. Oh, geil. Baumeisterbuch. Extreme Bunkerrenovierung. Lerne, wie man schneller... Das ist ja geil. Das gehen wir erst mal verkaufen. Danach haben wir... Ist ja geil. Ist das geil, Alter. Ne, ich lag irgendwie im Bett und dann dachte ich so, mein Gott, das muss ich... Ich muss aufnehmen und meinen Frust ablassen. Das ist das Tolle, wenn man streamt. Man kann seine Scheißmeinung den anderen aufzwängen. Ja? Aber mich beschweren, dass die Leute Ibiza sagen. Ja, jetzt... Ne? Ja, ja, so ist das. Es kann ja jeder sagen, wie er will, aber es geht nur darum. Jetzt muss ich rechtfertigen, ne? Dass man nicht klugscheißen soll. So, okay, alles klar. Es ist auch gar nicht klugscheißen, weil es ist halt falsch und richtig. Eigentlich ist es richtig, aber nicht falsch, wenn man Ibiza sagt. So, ist eigentlich das Beispiel, also ich finde das Beispiel gut, oder? Deutschland oder Alemannia? Alemannia. Okay. Ich halte jetzt die Klappe, das ist besser für meine Gesundheit. So, okay. Man kommt da... Okay, guck mal. Ja, beweg dich! Sehr gut. Soll ich das Messer vielleicht in mein Inventar legen? Weil ich weiß ja nicht, ob er denkt, ich steche ihn ab oder so. Oh, wir sind reich. Okay, wir haben 129. Jetzt müsste der Typ nur kommen. Ich decke schon mal zu, ja? Alter, boah, das könnte natürlich der Wagen von ihm sein, oder? Da guck, er kommt direkt an. Also, denkt dran. Achtung, wenn ihr das Spiel dann mal spielt. Ah, das Wasser habe ich verschwendet, aber das kann mich ja mal... Das kann mich ja mal kreuzweise. Okay, wir müssen einfach... Ach, den Helm darf ich doch nicht tragen. Das Ding muss ich auch mal neu machen. So, also, wir haben alles, ja? Alles klar, los geht's. Jetzt können wir endlich in den Wald. Nee, hey, damit ist nichts. Okay. Level 2. Endlich in den Wald. Oh ja, endlich in den Wald und repariert. Traps Area, ne? Es steht doch überall. Okay, dann haben wir das ja vom Tisch. Gut ist, dass es halt nur Beta ist und die Leute mir jetzt nicht vorhalten können. Mann, du hast keine Ahnung! Das geht so! Weil immer wenn Leute, oftmals, ich bekomme oft Kommentare, das Spiel ist draußen und ich spiele es das erste Mal. Ich habe nicht das Spiel schon mal durchgespielt, ich spiele es. Und dann so, Mann, bist du doof, jeder weiß doch, wie das alles funktioniert. Die Leute kapieren halt nicht, dass ich, gut, ich könnte mir ja schon mal das Tutorial irgendwie durchspielen oder die Tasten angucken oder so. Aber nein, ich muss ja immer direkt loslegen und mich wundern, wie alles funktioniert. Irgendwie habt ihr ja auch recht. Na gut, ich nehme alles zurück. Aber so ein bisschen Geklugscheiße bekomme ich ja schon ab, ne? Das Ding ist aber auch, wenn man zuguckt, sieht man viel mehr, als wenn man selber spielt. Das ist wirklich so. Warte mal, ich bin verwirrt. Warum ist da nichts drin? I'm verwirrt. Ich bin doch in Area... Ach, warte mal. Ach, ich bin noch gar nicht... So, jetzt hab ich's. Ah. Entschuldigung, ich war ein bisschen neben der Spur. Schon wieder. Na, das meine ich. Eigentlich habt ihr immer recht. Ich bin der Blöde hier. Okay. La 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 la. Oh! Okay.
Das ist das Einzige, was ich finde, was sie vielleicht ein bisschen verbessern könnten, ist das Kampfsystem. Sie müssten es so machen wie Pokémon oder so, ja? Das habe ich ja schon mal gesagt. Tackle oder Angriff, Ausweichen oder was auch immer. Weil das ist das Einzige, was irgendwie total sinnlos ist. Dass man dann irgendwie neue Fähigkeiten lernt. Mist, okay, wir müssen so einen Baumstamm hier lassen. Oder wir gehen jetzt einfach und kommen wieder, weil ich... Wir lassen ihn hier. Okay, wir müssen wohl gehen, na gut. Warte, wir gucken mal gerade, ob wir diese blöde Tante finden. Diese nette Frau. Ha! Oh nein, jetzt krieg ich kein Fleisch, weil ich überladen bin, ne? Egal, ich muss das auch, vielleicht auch in Stufe 2 irgendwo. Ach, es geht weiter. Nein! Habe ich jetzt fertig geguckt? Level 3 von 4. Ach, ich... Oh, scheiße. Ne, ich komme nochmal wieder. Ich gehe jetzt lieber. Ich gehe jetzt lieber. Wir kommen wieder am nächsten Tag. Nicht überladen, wenn es geht. Aber Alter, wie viel Früchte es da gibt. Ich muss aufpassen, nicht, dass sie irgendwie Überraschungsbesuche mal machen. Hallo? Hm, geht doch. Geht doch, Ibiza! Ja. Wir gehen einfach schlafen, würde ich sagen. Oder warte mal, wir können noch was... Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Das Holz mit dem war eigentlich schon wichtig. Das liegen zu lassen ist blöd. Aber davon brauchen wir immer viel. Ah, siehst du, was ich hier noch lassen muss? Ich sehe schon. Scheiß drauf, scheiß drauf. Scheiß drauf. Okay. Wie so ein Psycho, ey. Ja, okay, das Wasser. Wir rühren das Wasser jetzt nicht mehr an. Wir haben Wasser. Wir haben genug Wasser. Habe ich schon erzählt, dass wir genug Wasser haben? Wir haben genug. El Wasser. So, ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden, aber wir machen noch weiter. Weil beim letzten Mal sind wir nämlich hier, haben wir aufgehört. Und ich will jetzt zumindest den Wald noch fertig erkunden mit euch. Das wäre fair, würde ich sagen. So, ein Smoothie sollte noch reichen. Sollen wir direkt bei ihr anklopfen? Ne, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay, los geht's. Oh nein, der alte Mann macht wieder Trompete. Ich weiß, viele hassen's, viele mögen's. Ich sehe schon, irgendwann gibt's die Sezession. Der Bürgerkrieg in den Kommentaren. Die Pro-Trompeter und die, Antitrompeter-Rebellen. Oh, oh. Okay. Nehmen wir lieber das Messer. Denkt aber dran, ne? Das ist die Beta. Und ich glaube, wenn das Spiel veröffentlicht wird... Was war das? Aha. Was war was? Nee, das ist nur das. Was meint ihr mit, was war das? Drei von drei, warte mal, bin ich im... Oh shit. Hier gibt es aber viele Wölfe. Jetzt gehen wir mal da reingucken. Dankeschön. Nicht irgendwo eine Frau oder so.
Stecken sich ja überall Frauen. Ich meine, es war eine Frau. Warum steht er hier? Somewhere there, hier. Steht das immer da? Jetzt bin ich... ein bisschen... ne? 3 von 4, aha. Hä, was? Scheiße, jetzt können wir aber nicht mehr so lange mitmachen, hier. Wir gehen jetzt, keine Sorge. Aha. Ah, Danger, da sind wir wieder. Welcome. Guarana, kann man das einfach so essen? Ich bin wieder so super intelligent. Na, wer hat jetzt Wiki benutzt oder gegoogelt? Oh, shit. Okay, jetzt weiß ich nicht. Der Trapper ist doch... Oh. Oh. Oh, nee, nee. Nee, ich glaube... das ist okay, ist schon alles. Ich glaube, wir gehen lieber. Ich habe kaum Lebensenergie. Ah. Nein, ich will immer nach Hause. Wir können noch kurz zur... Oh, Gott! Hau bloß ab, Psychotante. Da sowieso nur am Beobachten. So. Holen wir jetzt gerade mal ein bisschen Wasser. Zu schwer. Okay, dann lassen wir mal gerade ein bisschen Holz hier unten. Wir haben gut abgesahnt, oder? Dann können wir auf jeden Fall was anfangen. Genau, bloß ab, du komisch gehende Tante. Was wir kochen können. Guarana habe ich jetzt nicht dabei. Karottensuppe. Ach. Oh, Prepness, guck mal. Alter. Ah, siehst du? Sachen herstellen ist immer das Beste. Meine Maustaste lässt nach. Mach ein Nickerchen. Okay. Nehmen wir 8 Guarana mit. Okay, jetzt mal zu der Tante. Dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Zu Jenny. 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 Nancy plus Bob. So, Nancy. Hallo, Butterblume. Hey. Hallo, Jenny. Ich glaube, wir sind die Früchte, nach denen du gesucht hast, oder? Aha. Richtig. Siehst du das, Bob? So rot, so reif, vielen Dank. Nun, meine ersten Tees mit dem Pilz, was du in der Mine mitgebracht hast, waren ein zweischneidiges Schwert. Sie haben meinen Freunden geholfen, wach zu bleiben, aber sie haben sie auch etwas unkonzentriert gemacht. Wer hätte das gedacht? Moment, bleibe ich eher bei den getesteten Zutaten. Ich brauche mehr Guarana-Früchte. Ich werde selber ein paar anbauen, aber ich habe nicht viel Platz für solche. Willst du denn ein paar dieser Samen nehmen und dann auch anbauen? Hm. Und dann? Ich glaube... ich hab... ja, okay. Herrlich. Komm bitte zurück, meine Freunde werden dankbar. Ich soll sie sogar anpflanzen. Ich könnte sie jetzt nicht einfach im Wald suchen oder was? Oh, Mann. Oh, guck mal da unten. Hä? Meins. Rüben. Rübezahl. Hybus Salus Maximus. Okay. Ah, oh Mann, ich trottel. Ich muss den Wald beenden unbedingt. Ja, das ist wichtig.
Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und dann muss ich hier aufhören, liebe Leute. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal als nächstes versuchen, den Walter zu clearen. Und ich da an den Hebel rankomme. Ich würde gerne wissen, ob der funktioniert. Weil eigentlich hieß es, man kommt nur in die ersten beiden Level. Ja, es wird spannend. Würde ich doch mal behaupten. Okay, dann haut rein. Bis zur nächsten Folge, Leute. Adios.